einem neuen Currently Juli Bücher. Ich habe Anfang des Monats dieses Format gestartet und habe mir dabei gedacht, jede Woche wie ein Currently Reading hochzuladen, wo ich euch aber auch erzähle, welche Bücher ich beendet habe, welche bei mir eingezogen sind, welche ich angefangen habe, abgebrochen habe, was auch immer und was es sonst so in dieser Woche zum Thema Bücher bei mir gab. Einfach alles, was mich in dieser Woche zum Thema Bücher beschäftigt hat. Der Grund ist eigentlich ganz einfach, dass ich wesentlich zeitnah mit euch gerne über meine Bücher sprechen möchte oder generell mich mit euch austauschen möchte und einfach darüber reden möchte. Und ich immer das Gefühl hatte, wenn ich das erst am Ende des Monats alles hochlade, dass es einfach nicht so das ist, was ich mir gerne wünsche. Und deswegen habe ich mir jetzt dieses Format überlegt und wir sind jetzt bei der zweiten Novemberwoche. Das heißt, das letzte Video war die erste Novemberwoche und jetzt die zweite. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht ganz so lang werden wie das erste, weil buchtechnisch nicht ganz so viel passiert ist wie in der letzten Woche. Letzte Woche habe ich auch noch einiges erklärt, was eben schon in den Vorwochen so ein bisschen angelaufen ist und was ja dann mich halt auch irgendwo beschäftigt hat. Diese Woche war es jetzt nicht ganz so. Es war außerdem eine Woche, wo ich ja recht mit Kopfschmerzen zu kämpfen hatte. Das hat mich jetzt im Lesen nicht ganz aufgehalten. Also ich habe trotzdem zwei Bücher beendet. Und ja, es war aber trotzdem so allgemein einfach eine Woche, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe, sagen wir mal, und wo ich viel auch einfach tagsüber versucht habe zu lesen und dann nicht abends, weil dann abends halt einfach die Kopfschmerzen dann doch schlimmer geworden sind. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich zwei Bücher beendet. Ein Buch ist bei mir eingezogen, zwei lese ich aktuell und über diese Bücher werden wir jetzt einfach mal sprechen. Und als erstes beendet habe ich Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Das wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt und das hatte ich ja auch im letzten Video schon mal erwähnt, dass ich es angefangen habe. Hier geht es um Clara, die bei einem Begleittelefon anruft. Das ist ein Service, der angeboten wird für, in dem Fall glaube ich sogar nur für Frauen, die sich auf ihrem Heimweg fürchten und die eben gern einen Begleiter hätten, der sie auf ihrem Heimweg begleitet. Und das Problem ist, beziehungsweise man merkt sofort, dass Clara irgendwie scheinbar doch nicht angerufen hat, beziehungsweise sich gar nicht sicher ist, ob sie angerufen hat oder ob das nicht irgendwie doch ein Zufall war, dass sie jetzt mit Jules telefoniert, der eben an diesem Telefon sitzt. Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich glaube, ganz, ganz viele von euch wissen schon, um was es geht. Der Punkt ist, dass das, was auf dem Klappentext steht, eigentlich nur ein ziemlich kleiner Bruchteil ist und ganz, ganz viel da passiert, was eben nicht hinten drauf steht. Und ich glaube, dass das Buch eigentlich eine Triggerwarnung bezüglich Gewalt in Beziehungen bräuchte, also generell so toxische Beziehungen ist da ein ganz, ganz großes Thema. Und das steht halt nicht hinten drauf, deswegen sage ich das jetzt mal, dass das eben ein sehr, sehr großes Thema ist und dass das Buch eigentlich in eine komplett andere Richtung geht, als da hinten drauf steht. Und ja, ich kann das ganz, ganz schwer beschreiben, muss ich sagen. Ich habe noch vor, zu diesem Video eine eigene Rezension hochzuladen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele interessieren wird, weil es einfach der neue Fitzek ist, der natürlich von vielen schon gelesen worden ist, aber manche haben ihn vielleicht noch nicht gelesen, deswegen dachte ich mir, eine Einzelrezension wäre jetzt gar nicht so schlecht. Und ich habe dieses Buch in einer ganz, ganz, ganz tollen Lesegruppe gelesen mit, ich glaube, 5 anderen Mädels, wenn ich jetzt richtig gezählt habe im Kopf. Und wir haben uns jeden Tag ausgetauscht. Es waren immer so 50 Seiten, die wir gelesen haben und mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Also wir haben total viele Theorien gesponnen und bei Fitzek ist es oft so, dass das Ende sehr abgedreht ist. Man muss aber sagen, wir haben doch teilweise schon rausgefunden, auf was es jetzt hinausläuft, zumindest zum Teil. Also komplett kann man dieses Ende, glaube ich, nicht voraussehen. Also wer das schafft, dann der hat meinen größten Respekt. Es hat mir aber wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich wäre schneller durchgekommen, logischerweise, wenn ich es nicht allein, also wenn ich es alleine gelesen hätte. Einfach weil wir jetzt in der Lesegruppe mal 50 Seiten gelesen haben, dann hat jeder gestoppt. Zwischendurch war es wirklich für uns alle so, dass wir gesagt haben, oh, ich würde jetzt aber gerne mal weiterlesen und dann hat es aber jemand anders nicht gepasst. Trotzdem hat es mir super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, auch so hätte ich das Buch ein bisschen anders gesehen, weil wir natürlich in der Leserunde wirklich
viel auch in Sachen reininterpretiert haben, was ich vielleicht alleine gar nicht gemacht hätte. Und jeder hat halt da so ein paar andere Aspekte, jeder achtet auf was anderes. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Buch, was sich wieder sehr, sehr gut lesen lässt. Es ist ein ganz, ganz typischer Fitzek bezüglich des Schreibstils. Er baut schnell Spannung auf, es passiert ein Ding nach dem anderen, also man fliegt wirklich durch die Seiten, das muss ich ihm wirklich zugute halten, das kann er wirklich ziemlich gut. Und auch dieses typische Miträtseln, das macht er auch eigentlich jedes Mal und das finde ich auch sehr gut, hat mir auch sehr gut gefallen. Was halt bei mir immer das größte Problem mit Fitzeks ist, ist einfach seine Enden. In ganz vielen Büchern gefallen mir die Enden nicht, weil sie super abgedreht sind und vollkommen unrealistisch. Bei diesem Buch ist es so, zum Teil ging es mir da auch so, also es war schon ein bisschen abgedreht, es war vielleicht nicht ganz unrealistisch, aber schon ein bisschen. Ich muss aber sagen, dass mich das hier nicht ganz so gestört hat. Mein größtes Problem war, dass er ganz, ganz, ganz viele Handlungsstränge angefangen hat und nur einen Teil zu Ende gebracht hat. Ich habe jetzt nach dem Lesen noch so viele Fragen im Kopf und auch in der Leserunde konnten wir die nicht klären, weil die gibt es einfach nicht. Es gibt da keine Antworten auf diese Fragen, weil Fitzek das einfach so geschrieben hat. Und ja, also ich habe dem Buch letztendlich 3 Sterne gegeben. Das ist durchaus, was ich sehr gut empfehlen kann. Also man kann es sehr gut lesen. Es ist ein solides Buch. Es ist jetzt nicht sein bester Roman, also Psycho-Thriller, den er geschrieben hat. Ich habe das von mehreren gehört, dass sie jetzt das als das Beste empfinden. Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil er, wie gesagt, extrem viele Handlungen angefangen hat. Es gibt recht viele Gewalt da drin, sowohl psychisch als auch körperlich. Damit muss man als Leser auch umgehen können. Das hat mich schon ein bisschen irritiert, weil ich das so jetzt nicht im Kopf hatte, dass Fitzek da wirklich so brutal ist im Endeffekt. Und ja, genau, eben viele von diesen angefangenen Handlungen, also wir haben auch viele Protagonisten, also zum einen natürlich Clara und auch Jules. Ich möchte jetzt, wie gesagt, gar nicht so genau eingehen, um was es geht, weil ich glaube, das würde auch einiges an Spannung vielleicht vorwegnehmen, aber, oder ein Diskussionsmaterial vor allen Dingen. Ja, aber wie gesagt, viele Handlungsstränge, die, oder viele Handlungen, die irgendwelche Protagonisten geführt haben, die waren für mich am Ende einfach nicht klar. Und dann ist es so, dass vor allen Dingen die weiblichen Protagonisten in diesem Buch, ja, handeln total strange. Also für mich ist das nicht so richtig nachvollziehbar, dass sie wirklich so handeln. Das fand ich schon ein bisschen unrealistisch. Ich kann mich jetzt in diese Situation nicht reinversetzen, weil ich in dieser Situation noch nicht war und zum Glück noch nicht war, muss man sagen, und hoffentlich auch nie dahin kommen werde. Wie gesagt, es geht ja um Gewalt in Beziehungen und da kann ich jetzt nicht mitreden, beziehungsweise kann ich jetzt nicht genau sagen, wie würden diese Frauen wirklich handeln und denken, aber das, was passiert, glaube ich, ist dann doch irgendwo ein bisschen unrealistisch. Aber ja, erstmal genug zu dem Fitzek in diesem Format. Wie gesagt, ich möchte eigentlich gerne nur noch eine Einzelrezension drehen. Als 2. Buch diesen Monat habe ich beendet, oder diese Woche habe ich beendet, Blutdämmerung von Rainer Löffler. Das ist der 2. Teil der Martin-Abel-Reihe und es gibt noch einen 3. Teil, den habe ich aber bereits schon gelesen. Das heißt, ich habe diese Reihe jetzt beendet. Und darüber bin ich auch ganz froh. Blutdämmerung hat mir jetzt am wenigsten gefallen von allen 3 Teilen. Ich fand den Vorgänger Blutsommer, den ich letzte Woche, glaube ich, vorgestellt habe. Oder? Nee, den habe ich im Lesemonat Oktober vorgestellt. Den fand ich tatsächlich besser. In Blutdämmerung geht es darum, dass in der Nähe von Köln mehrere Leichen gefunden werden, die in ein Brautkleid eingekleidet sind sozusagen, also ganz junge Frauen auch, die teilweise ziemlich abgemagert sind und die dann in Plastikfolie eingepackt worden sind und diesen Frauen fehlen allen die Füße. Also das ist das, was sie eigentlich so mit am gemeinsam haben. Und das Merkwürdige ist, dass an den Füßen etwas gefunden wird, was darauf schließen lässt, dass der Täter ja etwas mit diesen Füßen vorhat, sagen wir es mal so. Und der Fallanalytiker Martin Abel wird dann dazu gerufen, zusammen mit seiner Kollegin Hanna Christ. Und sie sollen dann eben ermitteln. Sie sind eigentlich Fallanalytiker beim BKA Baden-Württemberg, haben aber, wie gesagt, in Blutsommer schon mitgespielt, beziehungsweise auch die Hauptrolle gehabt und werden jetzt eben wieder zu diesem Fall hinzugezogen. Und
Ja, der Täter scheint ziemlich schnell festzustehen, aber irgendwie läuft dann die Ermittlung doch nicht so, wie man sich das denkt. Genau, darum geht es. Und von der Story her fand ich es wieder super. Es ist auch total stimmig alles irgendwie. Es ist sehr brutal, das muss ich dazu sagen. Aber für mich war das eigentlich von Anfang an klar, weil ich vor allen Dingen auch der Nea den dritten Teil unheimlich gut fand. Und der war echt richtig heftig. Also im Ganzen hat mir von der Story das eigentlich schon ziemlich gut gefallen. Was mir jetzt hier ein bisschen weniger gefallen hat als im vorherigen Teil ist, dass es alles sehr übertrieben war. Also sowohl von dem, wir haben jetzt den Täter und wir müssen den jetzt beschatten und was da alles passiert ist, wie die auch mit dem umgegangen sind, dann von der ganzen Handlung, von den ganzen Sachen, die Abel gesagt und gemacht hat. Also der war einfach vollkommen drüber und vor allen Dingen auch im Privatleben. Also der war gar nicht so bei dem Fall irgendwie dabei, beziehungsweise hat er sich dann auf eine Sache so krass festgesteigert. Also da hat mir dieses logische Denken, was er im ersten Teil so gezeigt hat, irgendwie ein bisschen gefehlt. Also das weiß ich nicht, war irgendwie nicht so ganz meins. Generell auch bei Hannah Christ, die ist super selten gefühlt vorgekommen. Und wenn dann auch irgendwie nur ein bisschen blass. Und ja, was mir tatsächlich wieder sehr gut gefallen hat, ist die Vergangenheit des Täters, die wir hier so ein bisschen aufarbeiten. Ja, aber also im Gesamten, ich weiß nicht, mir hat es ganz gut gefallen, aber mehr als 3 Sterne sind es hier auch nicht geworden, weil ich, wie gesagt, es einfach vollkommen übertrieben fand, was da alles passiert ist, beziehungsweise wie die Protagonisten diesbezüglich gehandelt haben. Also von der Story her und von der Tat her, was beim Täter passiert ist, fand ich das gar nicht so krass übertrieben, aber die Handlungen der Personen einfach war jetzt nicht so meins. Aber ja, wie gesagt, 3 Sterne ist ja doch ein ziemlich gutes Buch. Dann gab es in dieser Woche einen Neuzugang bei mir und das ist Ohne Schuld von Charlotte Link. Das Buch ist jetzt am 2.11. erschienen und ich habe es ebenfalls vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe mich riesig darüber gefreut. Charlotte Link war eine ganze Zeit lang meine Lieblingsautorin, wurde mittlerweile aber von anderen Autoren, die ich irgendwie besser fand, ein bisschen abgedrängt vom Thron. Trotzdem mag ich sie und vor allen Dingen ihre Bücher und ihren Schreibstil unheimlich gerne. Deswegen wollte ich auch unbedingt dieses neue Buch von ihr lesen. Zum anderen ist dieses Buch ein Kate-Linwell-Roman, was in ja, mehr oder weniger der dritte Teil einer Reihe ist. Und der erste Teil ist Die Betrogene und der zweite Die Suche. Die Suche müsste der gewesen sein, der letztes Jahr erschienen ist. Und dann kommt jetzt hier eben der dritte Teil. Es ist jetzt so, dass hier eigentlich hauptsächlich die Hauptprotagonistin und der Ort eben derselbe ist. So von den Storys her kann man das vollkommen unabhängig voneinander lesen und ich glaube auch, wenn man es jetzt nicht in der Reihenfolge liest, verpasst man jetzt nicht übermäßig viel, auch nicht in der Vergangenheit von Caitlin Will. Und hier ist es so, dass Kate jetzt von London, wo sie vorher gearbeitet hat, wo ist das? Scarborough, glaube ich. Ja, umzieht, wo sie vorher in den anderen Teilen eben auch schon mal ermittelt hat und jetzt ist sie dort offiziell bei der Polizei tätig. Dann geht es hier um 2 Mordfälle, die im ersten Moment, beziehungsweise sind gar keine Mordfälle, es sind Anschläge auf junge Frauen, die im ersten Moment überhaupt nichts miteinander zu tun haben, also weder die Frauen noch zeigt sich, dass die Mordfälle bzw. Mordanschläge irgendwie zusammenhängen könnten. Es ist so, dass eine Frau in einem Zug von einem Mann verfolgt wird mit einer Waffe und er schießt auf sie. Und zum anderen wird eine junge Lehrerin im Wald gefunden, die über einen Draht mit dem Fahrrad gefahren ist, der über den Weg gespannt worden ist. Und sie ist dann eben übers Fahrrad geflogen sozusagen und hat dann gar nicht mehr gemerkt, dass ein Schuss gefallen ist. Und der Punkt, dass der die ganzen Fälle zusammenbringt, ist, dass beide also dass die Munition aus derselben Waffe abgefeuert worden ist. Das heißt, es ist dieselbe Waffe. Und jetzt stellt sich die Frage, wie hängen diese Personen zusammen? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Wer ist der Täter? Und ja, es ist ein recht dickes Buch mal wieder. Es hat
knapp 550 Seiten, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig. Das ist auch ein Buch, was ich bereits angefangen habe. Und zwar bin ich auf Seite 116 zum aktuellen Zeitpunkt. Und ich mag den Schreibstil einfach unheimlich gerne. Also man fliegt wirklich durch die Seiten. Ich würde jetzt vom Schreibstil nicht mit Fitzek vergleichen, aber es ist ähnlich locker geschrieben. Es ist nicht ganz so spannend, also ja, wie sagt man das? Nicht ganz so brutal spannend wie bei Fitzek. Hier ist es diese Spannung eher so ein bisschen unterschwellig. Es ist ein Krimi, es ist ein Kriminalroman, ich finde, das merkt man. Aber mir gefällt es wirklich sehr gut. Und wir haben auch bis jetzt die ersten 116 Seiten wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich bin da echt schnell durchgekommen. Und man trifft hier eben schon wieder Kate, die jetzt ein bisschen, ja, noch nicht so krass vorkam. Also ich muss generell sagen, dass in der Reihe Kate jetzt nicht ein Charakter ist, den man jetzt richtig tief kennenlernt, weil sie einfach sehr, sehr viel verbirgt. Also man hat ihre Vergangenheit nicht so richtig, man versteht sie teilweise nicht so richtig. Aber für mich passt es irgendwie zu dieser ganzen Story. Und ja, auch der Ermittler, der jetzt hier der Chef ist, das ist Saleb, der ist jetzt auch nicht so durchdringbar. Also es ist alles ein bisschen schwierig mit den beiden Ermittlern, aber mir gefallen die Fälle bisher immer ganz gut. Und ich liebe auch dieses Cover, ich liebe auch generell ihre Settings und deswegen freue ich mich auf jeden Fall weiterzulesen. Dann hatte ich im letzten Monat auch angekündigt, beziehungsweise im letzten Video angekündigt, dass ich ein Fitzek November-Dezember-Lesemonat machen möchte. Und deswegen habe ich noch ein zweites Buch, was jetzt angefangen ist, und das ist ein Fitzek, und zwar ist es der Nachtwandler. Das ist einfach ein Buch, was ich jetzt mir ausleihen konnte aus der Bücherei und was, ja, einfach ein Buch ist, was ich bisher noch nicht gelesen habe von Fitzek, und deswegen ist das jetzt dran. Und ich dachte mir, ich lese euch einfach mal den Klappentext durch, weil ich habe mir den, also euch lese ich ihn vor, weil ich habe ihn mir selber gar nicht so durchgelesen, bevor ich angefangen habe, weil ich einfach wusste, das Buch fehlt mir noch, das habe ich noch nicht von Fitzek gelesen und deswegen möchte ich das jetzt machen. Und genau, deswegen werde ich euch einfach mal den Klappentext vorlesen. In seiner Jugend litt Leon Nadler an Schlafstörungen. Als Schlafwandler wurde er während seiner nächtlichen Ausflüge sogar gewalttätig und deswegen psychiatrisch behandelt. Eigentlich glaubte er geheilt zu sein, doch eines Tages, Jahre später, verschwindet Leons Frau unter unerklärlichen Umständen aus der gemeinsamen Wohnung. Ist seine Krankheit etwa wieder ausgebrochen? Um zu erfahren, wie er sich im Schlaf verhält, befestigt Leon eine bewegungsaktive Kamera an seiner Stirn. Und als er am nächsten Morgen das Video ansieht, macht er eine Entdeckung, die die Grenzen seiner Vorstellungskraft sprengt. Sein nächtliches Ich steigt durch eine ihm völlig unbekannte Tür hinab in die Dunkelheit. Genau. Und ich bin jetzt ungefähr, ich glaube, also im E-Book bin ich auf Seite 155. Das ist im Buch ein bisschen mehr. Also ich habe schon über die Hälfte eigentlich geschafft in dem Buch. Und es ist, wie auch bei der Heimweg, ein super lockerer Schreibstil. Man fliegt da durch, man möchte mal wissen, wie es weitergeht. Hier ist es allerdings so, dass ich aktuell noch überhaupt keinen Plan habe, was dahinter steckt. Also man erfährt ja im Klappentext schon, dass er sozusagen eine geheime Tür findet. Und ich bin jetzt schon dabei zu lesen, was dahinter passiert. Und ich habe echt null Ahnung. Ich habe echt überhaupt keinen Plan, wie das alles zusammenhängt. Und was ich bis jetzt aber sagen kann, ist, dass mir dieses Thema Nachtwandeln ein bisschen, ich habe es mir anders vorgestellt, sagen wir mal so, ich würde nicht sagen, es kommt mir zu kurz, ich habe es mir einfach wirklich ganz anders vorgestellt, wie er das hier verarbeitet, weil alles, was passiert, man ist sich nicht so richtig sicher, ist das jetzt wirklich Nachtwandeln, macht er das wirklich im bewussten Zustand oder nicht, aber irgendwie macht es das Ganze auch wieder spannend. Und ja, ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Und ich glaube, ich werde am Ende des Dezembers, beziehungsweise dann Anfang Januar, ein gesamtes Video mit allen Fitzeks drehen, die ich gemacht habe, um die auch mal miteinander zu vergleichen, und werde euch da dann auch genau erzählen, wie es mir gefallen hat, und natürlich auch nächste Woche im Juli-Bücher wird das sehr wahrscheinlich auch auftauchen. Das waren jetzt erstmal alle Bücher, die mich in dieser Woche beschäftigt haben, und jetzt habe ich noch ein paar andere Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Zum einen natürlich nochmal den Fitzek-Monat, den ich jetzt im November, Dezember machen möchte, den ich ja gerade schon erwähnt habe. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wie das Ganze ablaufen soll. Und zwar hatte ich ja schon die Gruppe Gemeinsam Lesen erwähnt auf Facebook. Und da werden jetzt Leserunden erstellt. Das funktioniert einfach, indem dann ein Album da ist, wo das jeweilige Buch ist und wo dann einzelne Abschnitte sind. Und dann kann jeder diese Abschnitte lesen und seine Meinung posten, wann immer er bzw. sie
bereit ist und darüber sprechen möchte. Und dann eben nur in diesen Abschnitten, dann wird keiner gespoilert. Und jeder kann vor allen Dingen zu der Zeit schreiben, die ihm am besten passt. Und ich möchte da kein genaues Datum festlegen, wann diese Leserunde startet, sondern jeder liest in seinem Tempo, jeder liest das Buch, wann er möchte, und dann wird sich da ausgetauscht. Zum anderen hatte ich ja Diskussionsbeiträge angesprochen, die ich eigentlich Ende Dezember machen wollte. Die werden jetzt aber wahrscheinlich verschoben auf den 1. Januar, und da werde ich dann auch nochmal einfach in dieser Gruppe einen Beitrag posten, wo wir dann am 1. Januar mit einem Buch von diesen, die ich gelesen habe, starten und dann einfach eine kleine Diskussion unter diesem Beitrag stattfinden kann, wo auch gespoilert werden kann. Aber erstmal gibt es natürlich diese Leserunden, damit man eben nicht bis Ende Januar warten muss. Weil wenn ich jetzt ja zum Beispiel auch Der Heimweg gelesen habe, also beziehungsweise beim Heimweg ist es anders, weil da gibt es schon eine Leserunde, aber jetzt beispielsweise bei Der Nachtwandler, wenn ich den jetzt lese und muss dann aber bis Anfang Januar warten, um darüber zu sprechen, ist es ja zum Beispiel einerseits wieder eine Zeit, die ich jetzt eigentlich ja nicht machen möchte. Ich möchte ja zeitnah drüber sprechen. Zum anderen ist es auch einfach eine Zeit, wo ich eventuell schon einiges wieder vergessen habe. Ich werde mir natürlich trotzdem bei diesen Büchern einige Notizen machen, weil ich eben vorhabe, dieses eine Video zu drehen. Aber da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich das, wie gesagt, auch in so stückchenweise aufnehme. So genau ist es noch nicht. Auf jeden Fall gibt es diese Facebook-Gruppe. Ich werde die nochmal unten in der Infobox verlinken. Falls ihr Lust habt, auch ein oder zwei oder mehrere Fitzex im November, Dezember zu lesen, dort findet ihr auf jeden Fall Leserunden, zumindest zu den Büchern, die ich vorhabe zu lesen. Genau, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das Ergebnis des Willa Leseklubs ist jetzt auch online. Ich hatte euch letzte Woche drei Bücher vorgestellt, die zur Auswahl standen, und gewonnen hat jetzt Krokodilwächter von Katrine Engberg. Und ich werde nicht mitlesen, aber falls den einen oder anderen das interessiert von euch, dann könnt ihr das gerne tun. Auch die Facebook-Gruppe ist unten in der Infobox verlinkt, und ich werde euch auch mal hier den Klappentext vorlesen. Gerade erst war Julie nach Kopenhagen gezogen, um Literatur zu studieren. Warum musste sie so jung sterben? Erstochen und von Schnitten gezeichnet. Es ist ein schockierender Fall, in dem Jeppe Körner und Annette Werner ermitteln. Als bei Julies Vermieterin ein Manuskript auftaucht, in dem ein ähnlicher Mord geschildert wird, glauben die beiden, der Aufklärung nahe zu sein. Aber der Täter spielt weiter. An sich klingt es gar nicht so schlecht, aber ich hatte das Buch mal zu Hause, habe es aber ungelesen wieder aussortiert. Trotzdem bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie dann die Resonanz im Thriller Leseklub ist und wie das Buch so ankommt. Ich glaube, mein größtes Problem damit ist einfach, dass es ein Diogenes Buch ist und ich so ein bisschen vor dem Verlag zurückschrecke, weil ich immer das Gefühl habe, dass man diese Bücher ein bisschen anders lesen muss, beziehungsweise da mehr rein interpretieren muss, kann. Und ich weiß nicht, ist einfach nicht mein Verlag. Genau bezeichnen, warum das so ist, kann ich tatsächlich nicht, aber das ist einfach so, ja. Ansonsten, was war diese Woche noch los? Ich hatte letzte Woche schon über das Bookstock-Festival von Hugendubel gesprochen. Das war auch zum Thema Krimis und Thriller. Und da gab es jetzt einige Lesungen in dieser Woche. Ich habe mir auch ein paar angeschaut und ich fand es ziemlich interessant. Ich hatte geschaut Lars Kepler, dann Jeffrey Deaver zum Teil, Stefan Harbord fand ich unheimlich interessant. Was habe ich noch? Habe ich noch eine geguckt? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall sind diese Lesungen alle online auf dem YouTube-Kanal von Hugendubel. Das heißt, falls ihr das nicht live geschaut habt, aber euch würde es euch trotzdem ein bisschen interessieren, dann werde ich euch auch das mal in der Infobox verlinken. Dann schaut einfach bei dem YouTube-Kanal, wie gesagt, von Hugendubel vorbei. Dort sind die alle noch online. Und es gibt da auch ein Gewinnspiel, wobei ich glaube, wenn mein Video online kommt, ist das Gewinnspiel schon vorbei. Deswegen sage ich da jetzt so nichts mehr. Aber die Lesungen sind auf jeden Fall noch online und können noch angeschaut werden. Ansonsten habe ich diese Woche mal geschaut, was haben wir für öffentliche Bücherzellen hier in Jena. Das Ganze war inspiriert durch ein Video von Andrea Wintermädchen, heißt sie, glaube ich. Die hat nämlich bei sich in Pforzheim eine Bücherrunde gemacht, öffentlichen Bücherschränke-Runde, und ist mit ihrem Mann einfach jeden Bücherschrank abgefahren. Und ich wollte das in Jena dann auch machen und habe mich mal informiert, was gibt es bei uns.
Leider gibt es bei uns nur wenige reine Bücherzellen. Es gibt halt hauptsächlich so öffentliche Tauschregale, wo dann aber alles Mögliche drin steht und nicht nur Bücher. In dem einen, wo ich zum Beispiel war, da waren, glaube ich, zwei Bücher drin und sonst stand da halt eine Kaffeemaschine und Rollschuhe und all solche Sachen. Also das war halt so richtig bunt gemischt. Was wir haben, ist eigentlich, also wir haben zwei so Telefonzellen. Die eine ist in Jena Mauer, das ist ein bisschen außerhalb. Da bin ich dann mit meinem Mann mit dem Auto hingefahren. Die war tatsächlich recht gut ausgestattet. Die andere ist in Jena Ost, in der Nähe von einer Kirche und die war richtig, richtig schlecht. Also das ist halt so eine Telefonzelle und da waren, ich weiß nicht, wie viele Regalböden, fünf, sechs. Und es war wirklich ein Regalbrett voll und sonst nichts. Und das waren auch noch so richtig alte Schinken, also das. Keine Ahnung, gerade in so einer großen Stadt wie Jena habe ich mir eigentlich gedacht, dass es irgendwie besser läuft. Ja, aber was wir dann noch haben, und ich war so unheimlich fasziniert, als ich das gesehen habe, und ich dachte mir so, warum habe ich das nicht schon 5 Jahre früher entdeckt? Also, ich wohne hier ungelogen seit 5 Jahren und ich wusste nicht, dass wir das haben. Und zwar ist es ein Büchertauschhaus. Das ist so ein, wirklich so ein kleines Häuschen, mega cool, und steht bei uns auf dem Wertstoffhof, wo dann eben Bücher abgegeben werden. Die werden dort auch von den Mitarbeitern des Wertstoffhofes kontrolliert, wie sind die vom Zustand her und werden dann nach Kategorien in diesem Bücherhaus sortiert. Und ich war einfach unglaublich fasziniert. Ohne Spaß. Ich werde euch auf jeden Fall mal ein Bild oder auch eine kleine Videosequenz, ich habe glaube ich eine aufgenommen, einblenden. Ich fand das unheimlich cool. Es war jetzt so, dass nichts für mich direkt dabei war bei den Thrillern, aber es war einfach so, also ich war einfach so fasziniert von diesem ganzen Ambiente da drin. Mega, also wirklich ganz, ganz cool. Und ja, ich wollte euch das einfach mal sagen, weil ich mir dachte, vielleicht gibt es bei euch ja auch die ein oder andere öffentliche Bücherzelle, den öffentlichen Bücherschrank, den ihr gar nicht kennt. Und ich finde es einfach ein super, super cooles Konzept, zu sagen, wir stellen einfach alle Bücher rein, die wir selber nicht mehr brauchen. Und jemand anders braucht sie vielleicht noch oder möchte sie noch lesen und holt sich die dann wieder raus. Ich habe auch einige Bücher von mir reingestellt, beziehungsweise habe die beim Wertstoffhof abgegeben und die werden dann da reingestellt. Und ja, auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und wie gesagt, schaut gerne mal bei euch vorbei, ob es bei euch in der Nähe sowas gibt. Und schaut auch mal das Video von Andrea an. Ich fand es super cool, wie sie das auch aufgemacht hat und hat auch so ein bisschen erklärt, von wem werden diese ganzen Bücherschränke überhaupt ja, gefördert und geführt. Und ja, das werde ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Und das war es im Endeffekt jetzt schon zu Büchern. Ich habe diese Woche noch eine Serie neu angefangen zu schauen und das ist This Is Us. Ich habe diese Serie schon mal irgendwann angefangen. Ich kann euch gar nicht sagen, wann und ich weiß auch nicht, wie weit ich gekommen bin. Deswegen dachte ich mir, ich so, fange die eigentlich nochmal an, weil ich fand die eigentlich ziemlich cool. Die spielt auf zwei Zeitebenen. Es geht einmal darum, dass ein Pärchen Drillinge bekommt und wie sie dann damit umgehen, wie sie die Kinder versuchen großzuziehen. Und dann haben wir einen Zeitsprung. Ich glaube, dann sind die Kinder 30 und dann lernen wir eben den ihr Leben kennen. Jeder auch so auf seine Weise, wie jeder aktuell auch so versucht, mit seinen Problemen umzugehen. Und ja, ich mochte das wirklich ziemlich gern. Die Serie, ich weiß wie gesagt nicht, warum ich sie nicht weiter geschaut habe und ich habe sie diese Woche angefangen, aber ich glaube, ich bin auch erst bei Folge 3 oder 4, also ich habe die nur so ein bisschen nebenbei geschaut. Ich habe aber auch noch unheimlich viele YouTube-Videos, die ich gerne schauen möchte von anderen Booktubern, deswegen ja, habe ich da jetzt nicht unheimlich viel geschaut, aber ein bisschen. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr die Serie kennt oder welche Serien schaut ihr aktuell. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht ist da auch der ein oder andere Tipp von mir dabei. Und ansonsten war es das tatsächlich, was jetzt auf meiner Liste hier steht, über was ich gerne mit euch sprechen wollte. Und ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, ich freue mich über jedes Kommentar von euch unten in den Kommentaren. Kennt ihr die Bücher, die ich euch vorgestellt habe? Welche Bücher habt ihr letzte Woche so gelesen? Was ist bei euch neu eingezogen? Ich freue mich immer riesig über jeden Kommentar und ich freue mich, wenn wir uns zeitnah austauschen können, weil das eigentlich auch mein Ziel ist mit diesem Video, dass ihr, wie gesagt, auch von mir eine zeitnahe Meinung bekommt von den Büchern und vielleicht auch mit mir dann darüber sprechen könnt. Ja, ansonsten, wie gesagt, war es das von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei seid. Ciao!